heißt, wir schließen jetzt einfach das Ding da an und gucken, wie wir das denn schnell noch umbauen können. Das heißt, bis die Roboter kommen, machen wir hier ein Untergrundbelt. Hier ein Untergrundbelt. Und ich hasse diese Bäume, die Felder in Anspruch nehmen, wo sie gar nicht sind. Es ist so wie Bademantel auf einen Stuhl legen und dann stundenlang verschwinden. Geh weg. So. Und du... Achso, du bist falsch rum. Warum gehst du nicht? Du gehst da runter. Du gehst da hoch. Nein. So. Menno. Okay, also jetzt kommt das ganze Kupfer, richtig? Ne, es staut sich da hinten irgendwie. Jetzt? Du bist auch falsch rum. Och, Jungens. Du bist zu weit weg. Ja, war es zu weit weg. Okay, das war meine Schuld. Du... So. Jetzt kommt Kupfer. Okay, dann laufe ich jetzt vor dem Kupfer her und gucke, wie ich aus diesem Eisenfließband schnell genug ein Kupferfließband machen kann. Und das geht ganz einfach, indem ich hier einen Knick mache. Und das nach da fließen lasse. Da kommt jetzt das alte Kupfer, da kommt das neue Kupfer und das ganze Eisen kommt aus unserer Riesenanlage da hinten. Das heißt, jetzt sollte so in 5 Minuten das Kupferproblem wieder gelöst sein. Und ich muss dann nur dran denken, möglichst schnell, sobald die Produktivitätsmodule da sind, sie auch einzusetzen. Dementsprechend werde ich die Geschwindigkeitsmodule jetzt erstmal abklappen. So. Weil Geschwindigkeitsmodule sind nicht ganz so wichtig wie die Produktivitätsmodule. Gerade jetzt. Da konnten wir Produktivitätsmodule in Produktivitätsmodulfabriken reinsetzen. Wobei ich glaube, ich da wahrscheinlich eher auf Geschwindigkeit gehen würde. So, das haben wir also auch. Wir haben jetzt ein neues Kupferlager. Wir haben ein paar Basen zerstört, um mal irgendwie dran zu kommen. Wir haben den Fusionsreaktor. Das ist schon mal gut. Batterien haben wir nicht, aber ich weiß nicht, ob wir die brauchen, wenn der Reaktor schnell genug die Energie herstellt. Du hast MK2-Module und arbeitest nicht. Die haben aber alle MK2-Module. Ja, das Eisending hier ist echt super. Ich glaube, ich schnapp mir da einfach mal ein paar von und leg das Ding so lange still. Allgemein könnte ich ein paar davon stilllegen, wo gar keine Module drin sind. Oh, du warst sogar schon leer. Okay. So, das heißt, ich führe jetzt quasi einen kleinen Engpass beim Eisen herbei. Sollte trotzdem noch genug sein für unseren Tagesablauf. Und wir haben ja auch 2 Tanks voll als Vorrat. Und nutze die Module denn lieber beim Kupfer. Also haue ich zum Beispiel hier die Einer-Module rein. Klaue mich hier grüne Chips. So. Das ist verdammt viel Schwefel. Jo, fast alle Roboter sind ausgelastet mit Schwefelproduktion und irgendwann ist unser Lager auch voll. Bauen wir bitte ganz kurz da Storage Chests. Und irgendwo in die Nähe von dem Kupferding, dass die Roboter nicht so weit fliegen müssen. Wo ist das? Da ist das. Leg das doch da rein. Leg das doch da rein. Warum wollt ihr das nicht? Ihr wollt erst den Stack voll machen, huh? Hoffe ich mal.
Müsste das Deck nicht langsam voll sein? Weil die nehme ich jedes Mal zwei oder sogar drei mit. Das weiß ich gerade gar nicht. Nö, passiert nichts. Na gut, trotzdem werde ich hier noch eine Storage Chest hinpacken für später, falls es dann irgendwann mal klappen sollte. Ich verfolge die mal kurz. Wenn mich meine Fabrik hier durchlässt. Lässt sich ja doch recht leicht verfolgen, die Spur. Da hinten hin. Ah, nö. Die wollen anscheinend die Kiste erst voll machen, bevor sie sich ein anderes Ziel suchen. Okay. Du weg, du weg. Schon Platz machen. Angeschlagene Mauerstücke, alte Rüstung, alte Muni, alte Waffen. So. Kupfer. Ich will jetzt wissen, ob das Kupferproblem einigermaßen gelöst ist. Ich will da Kupfer in den Tank sehen. Da. 340 ist jetzt nicht so super toll. Die Fabriken arbeiten schon mal, ja. Grüne Chips arbeiten auch. Das ist sehr gut. Aber nicht schnell, nein. Keineswegs. Ja, also ich kann jetzt noch mehr Kupfer... Hund? Hund. Ich kann jetzt noch mehr Kupferminen anlegen, die dann alle ohne Module laufen. Für eine Weile zumindest. Was wollte ich eigentlich vermeiden? Da, Produktivitätsmodul MK2. 3 Stück. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt 2 Minen ein bisschen aufmotzen. Ja gut, also ich motze 2 Minen auf. Pack nochmal 2 Minen ohne Module dazu. Und dann hoffe ich, dass es mit dem Kupfer hinhaut. So, du bekommst jetzt hier. Zack. Und zack. Da. Oh, warte mal, die hier unten werden gar nicht abgebaut, ne? Nee. Setz das nochmal daran und das daran, damit die ganzen Fitzelreste hier auch abgebaut werden. Und da nichts überbleibt. Ja, und so lasse ich das jetzt. Weil Waldem nicht so produktiv sein könnte, aber wir haben wenigstens Kupfer. Und meine große Hoffnung ist... Meine große Hoffnung ist eh der Außenposten hier, weil das Kupferfeld da so schön groß ist. Aber das da sieht echt nicht gut aus. Echt nicht. Spät haben wir es 1.30 Uhr. Ja, gut. Also ich sollte gleich wieder losziehen und die kleineren Basen zerstören. Bevor die zu sowas da anwachsen. Vor allem sollte ich die da zerstören. Ich brauche Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Haben wir irgendwo eine Kiste mit Holzzeug, das wir zu Bäumen machen können? Da. Resin meine ich natürlich. Alles her damit. Nicht so schön. Kann das Spieleinventar irgendwas Sinnvolles machen momentan? Gib mir mal mehr davon. Stahl fehlte. Gib mir Stahl. Haben wir dich zu einer Kiste gemacht? Nein. Wie können die Bäume das... Ich mag diese Bäume nicht. Wie können die Bäume das blockieren, dass ich die Kiste upgrade? Das ist sehr komisch. Da. Ja. Wir haben schon so viele Bäume. Das ist echt krass. Und wir sind ja dicht an dicht. Sei es drum. Du mach mir bitte neue Setzlinge. Strom? Strom ist okay. Wenigstens etwas. Kohle sieht nicht mehr so schön aus. Setz dich mal ein bisschen zentraler hin. Damit wir später mit dir keine Probleme haben. Hey, Kohle, da war was, ne? Kohle brauchen wir für die ganze Lava-Geschichte. Das ist unsere einzige Kohlemine hier. Produktivitätsmodule. Also ja, wir haben dezenten Vorrat an Kohle, das sehe ich ein. Aber wir brauchen es für Plastik, wir brauchen es für die Lava-Geschichte.
braucht es für noch andere Dinge. Glaube ich. Ist nicht schön. Da würde ich wieder auf diese Basis hier bauen. Was ich jetzt knicken kann. Na gut, wir haben noch andere Kohlefelder, aber da komme ich nicht so schön ran. Rote Chips sind hier für Skyline. Oh ja, genau, die Construction Bots kannst du wieder aufhören. Und stell bitte wieder die Transportroboter her. Und da brauchst du keine Speedmodule MK2 für. Gut. Brauchten wir irgendwo Speedmodule MK2? Fällt mir gerade mal so ein. Oh, wir haben keine Lava. Da war auch noch was. 1600 haben wir auch nicht mehr. Ja, hatten wir das nicht angeschlossen? Nein, ich wollte das gezielt abpumpen, damit ich die ganzen Lavareste von unten noch bekomme. Okay, das müssen wir jetzt erstmal knicken. Du bist 1400 Lava von da oben. Genau, dich brauchen wir jetzt. Und zwar von da nach da. Ach, die haben ja so eine bescheidene Reichweite. Da. So, Superrohr. Das ist nur ein Dreier. So, und du musst jetzt irgendwo da hinten raus. Ungefähr in der Nähe der Lava-Generation. Hier ist doch gut. Ja, hier ist super. So, dann gehst du ein nach da. Gehst du noch ein nach da. Dann gehst du wieder nach oben. Und dann bis dahin machst da einen Knick. Das ist das 1400er, ne? Bloß nichts falsch machen. 1600, 1200, ja, da ist 1400. Okay, du. Da. Und es füllt sich radikal schnell. Schön. Und irgendwas ist da los? Achso, weil die ganzen Lava-Händler oder Liquid-Händler jetzt anfangen. Nee. Ernsthaft, was ist da los? Wir haben ein Energieproblem? Da sind irgendwelche Spitzen drin. Ja gut, also wir müssen mittelfristig auch die Akkus alle auf MK2 bringen und wir müssen die hier auf MK4 oder sogar MK5 bringen. Mehr von denen. Kostet das viel? Stahl und blaue Chips. Ja, nee. Mehr Produktivitätsmodule. So, jetzt kommt ein Angriff. Wie schaut es jetzt mit dem Strom aus? Besser. Was? Nein, da ist schon wieder eine Spitze. Die Circuit-Dinger brauchen auch ganz gut Strom. Aber na gut. Stromprobleme lösen wir wie? Durch mehr Strom. Später. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich jetzt die nächsten Produktivitätsmodule zur Kupfermine bringen. Und dann töten, weil es jetzt ja langsam wieder Tag wird. Du hier. Die Mauer sollten wir demnächst auch mal. Also die Kiste, die ich eben gerade zu einer Bitschwing-Kiste gemacht habe, die hätten wir eigentlich leeren sollen und hier die Mauer erweitern. Oder habe ich das etwa? Ich habe ganz schön viele Mauern dabei. Was für ein Zufall. Ja, habe ich wohl. Gut. Immer wieder schön, wenn ich was unterbewusst richtig mache. Da. Raus. Zu. Auto raus. Voll tanken. Oh. 9 Fuelblocks sind schon weg. Und Ziel suchen. Die Basis da kaputt machen.